Dapazien, Talf, gräflich zwei Mühlen. Nachdem ihr zwei Tage bei Svanja gebraucht habt, bis ihr sie von ihr euren hehren Zielen überzeugen konntet, seid ihr nun in Talf angelangt. Eine Kreuzung führt von hier aus nach Norden in Richtung der dunklen Wutzenwälder. Hier jedoch säumen Obstbäume die Straße. Es dämmert bereits, als ihr in das 500 Seelendorf einzieht, in dem ihr viel Bewegung erkennen könnt. Scheunen stehen offen, Wagen mit apathischen Ochsen sind angebunden und warten darauf, dass Vorräte verladen werden. Die Stimmung ist jedoch sichtlich gedrückt. Als ihr an dem Frondra-Tempel vorbeizieht, könnt ihr auch erkennen, dass deren Pforten verschlossen sind und ein Zettel daran genagelt ist. Die Taverne vor euch an der Kreuzung ist ebenso verschlossen, ein Fenster ist zerbrochen und das Schild quietscht leicht im kalten Wind. 18. Pereine, Abendstunde. Immerhin haben wir es ja noch geschafft. Das ist schon mal gut. Gerade so. Wir sollten nicht bei Dunkelheit reiten. Besonders gastlich sieht es hier aber auch nicht aus. Und die Leute beraten sich darauf, Orihama zu verlassen. Was erwartet ihr? Ich will nur mal kurz schauen, was an diesem Tempel steht. Ich meine, wir können uns wohl denken, aber... Ja, du trittst die steinernen Stufen nach oben und kannst dir dann den Zettel ansehen, der dort angenagelt ist. Unterschrieben von Loy Löwenherz. Der Tempel ist bis auf Weiteres geschlossen, weil, ja, die Rondrianer, die hier normalerweise vor Ort sind, sämtliche Akoduten ausgezogen sind, nach Werheim. Da steht zumindest darauf. Und nach Werheim, die sind nicht mit nach Osten geritten? Ist der Tempel wirklich zu, oder... Wenn du dran rüttelst, wirst du wohl erkennen, dass die Tür geht leise auf. Ist ein bisschen schwer in den Angeln, aber du kannst sie aufdrücken. Also wirklich verschlossen ist er wohl nicht. Okay. Dann gehe ich zum Tempel. Wir müssen schon länger fort sein. Und sind zumindest keine Rondrianer begegnen. Auf dem Weg nach Werheim. Und vielleicht sind sie über einen anderen Ort geritten und haben einige ihrer Glaubensbrüder aufgesammelt. Der war weitem nicht der einzige Rondra-Tempel in der Dapazien. Ey, ihr! Der Tempel ist so! Was wollt ihr da? Nichts, guter Mann, nichts. Wer führt hier das Kommando? Ich bin Thorolf, bin der Büttel hier. Tempel schon seit ein paar Tagen zu. Loy hat sich wohl abgemeldet, wollte wohl in Richtung Westen reisen. Und dann vor ein paar Tagen ist er dann hier wieder vorbeigeritten, ohne was zu sagen. Schnell im Galopp. Was weiß ich denn schon. Und jetzt haben wir den Befehl bekommen zu evakuieren, also... Tempel bleibt zu, okay? Natürlich. Wir müssen weiter, aber diese Nacht wollten wir in Talf übernachten. Wo ist dies möglich? Ja, weiß ich nicht. Wir hatten hier gestern ein paar Probleme. Der Wirt wurde erschlagen und jetzt müssen wir uns überlegen. Also, bleibt auch bis auf Weiteres zu. Der Wirt wurde erschlagen? Warum denn das? Ja, gab halt ein bisschen Stress und ist eine längere Geschichte. Nicht für euch. Oder seid ihr von der Inquisition? Fuckelt ihr euch an. Genau dies. In der Tat. Also sprich, Mann. Bei Prios Pate, nein. Ihr seid doch... Das ist doch lächerlich. Ihr seid doch nicht von der Inquisition. Sehe ich aus, als würde ich Scherze machen. Ihr seht mir aus wie ein Akolut von Prios, aber... Na gut, dann lügt ihr zumindest nicht. Richtig. Na gut, dann lass uns doch wenigstens unterstellen. Dann gehen wir halt doch in den Tempel rein. Aber klaut mir ja nichts. Wir sind von der Inquisition, wir stehlen nicht. Ja, was weiß ich denn? Los, rein, jetzt regnet. Wir beschlagnahmen. Das ist ganz was anderes. Rein, jetzt, es regnet. Requirieren nennt man so etwas. Richtig, habt richtig. Ihr wohl? Ja, ich steig ab vom Pferd und bin es irgendwo an wahrscheinlich. Immer schaut Wähler die Taverne hinterher und kommt dann natürlich auch in den Tempel gelaufen. Wo kann man hier denn was trinken? Ja, gar nicht mehr. Hör doch zu. Verzeiht. Hört ihr doch wohl zu, euer Inquisitionsrat. Verdammt, ich mach das zum ersten Mal, mich mit Inquisition unterhalten. Wir haben hier keine Hexen. Seid ganz beruhigt. Sagt. Also, gibt es einen Verdächtigen? Wer hat den Mann erschlagen? Wo soll ich anfangen? Das begann vor, wie gesagt, einem Tag. Da hatten wir zwei Besucher hier. Die kamen hier an. Das waren ein Schelm, der hier ankam, und ein Söldner. Und die haben sich in der Taverne ganz normal unterhalten und ein Zimmer gebucht und das wurde uns dann so nachträglich alles berichtet. Das mussten wir uns dann so ein bisschen zusammengeräumt. Ich habe nämlich schon ermittelt, müsst ihr wissen. Kratzt er sich durch seinen fleckigen Bart.
Und die gerieten dann wohl im Streit und sie haben dann gesagt, also weil das hier alles evakuiert werden müsste und weil dann wohl die Toten kommen, ihr müsst wissen, ein riesiges Totenheer ist auf dem Weg hierhin. Deswegen reisen wir gerade alle ab. Naja, und sie sagten, wir müssen wohl den Bohrenanger säubern. Irgendwie sowas haben die wohl gesagt und die alle ausbuddeln und daraufhin gerieten die beiden in Streit. Also dieser Schelm und der Söldner und das uferte dann wohl aus und plötzlich war die ganze Taverne in Aufruhr und sie haben sich alle gegenseitig gehauen und geschlagen und ja, dann flog auch ein Stuhl und eine ganze Person dann noch hinterher, also durch die Fenster, deswegen ist es auch zerbrochen. Mussten wir uns, wie gesagt, dann auf die Spurensuche konzentrieren, habe ich auch gelernt, als ich in den Wäldern unterwegs war. Naja, und nachdem sie sich dann da weiter unterhalten hatten und der Streit so als erstes geschlichtet war, haben wir dann herausgefunden, dass wohl irgendwie haben sie dann, ich weiß nicht genau, wer das war, aber die beiden müssten dann wohl einen von uns angestiftet haben. Das war der Gilm. Der Gilm, das ist normalerweise eigentlich ein guter Mann. Der begräbt unsere Toten und jetzt hat er sie eben auch ausgegraben, obwohl wir gar keinen Dispens dafür hatten von irgendeinem Bohrangeweihten. Und dann gerieten da wohl ganz viele in Aufruhr und haben dann Gilm aufgehängt. Der hängt ein bisschen nördlich von hier am Bohrenanger. Wer hat den Schelm gesehen und kann den Schelm mal beschreiben vom Aussehen her? Das war wohl Permin. Permin hat den gesehen. Und Hild auch. Die waren da, die waren auch ein bisschen betrunken, aber die haben das mitbekommen. Der eine hat auch immer noch ein blaues Auge. Naja, und dann gerieten wir wieder in Streit, nachdem wir dann hier Gilm aufgehängt haben. Und dann gab es wieder einen Streit. Das kommt eigentlich gar nicht vor bei uns. Wir sind hier in Talf eigentlich relativ ruhig. Und dann haben wir unseren, also der Tavern wird es dann wohl irgendwie gestürzt und gestolpert. Und dann hat er sich den Kopf aufgeschlagen und jetzt ist er tot. Und ja, also wir können da jetzt direkt diesem Schelm und diesem Söldner nicht wirklich irgendwie was anhängen, weil sie sind ja unschuldig. Sie haben halt nur Diskussionen losgetreten und dann sind sie am nächsten Tage weitergezogen. Ich will wissen, wie der Schelm aussah. Ob der in schwarz gekleidet war, ob der vielleicht eine Gans als Handpuppe hatte und so. Ja, genau. Woher wisst ihr das? Ach, ihr seid von der Inquisition. Also seinen Namen weiß ich nicht, aber der andere hieß wohl Avul Toyo oder so. Na, der Schelm ist Torxus. In welche Richtung sind sie gegangen? Nach Osten? Nach Norden? Ich glaube, die sind nach niemals ohne Seife nach Süden sind sie gezogen. Also, glaube ich zumindest. Sie sind dann irgendwie ein bisschen verschwommen. Also, dieser Schelm in Schwarz ist ein Mörder. Ihr müsst euch von ihm fernhalten. Er ist sehr gefährlich. Okay, aber bei uns hat er niemand getötet. Er hat nur, wie gesagt, einen Streit. Ja, aber er hat getötet. Er hat einen Piraine-Geweihten, einen Travier-Geweihten verdammt nochmal umgebracht. Das ist nicht gut. Aber gut, das ist gar nicht gut. Ich sag dir, viel schneller mit euren Ermittlungen als ich. Deswegen seid ihr wohl bei der Inquisition. Ja, ich muss nur wissen, wer es ist. Und es ist Torxus und Torxus ist ein Mörder. Ja, okay. Was geschah mit den Toten? Sagt das vor allem euren Leuten, dass das ein Mörder ist. Es muss bekannt werden, dass ihr nicht nochmal mit dem Mann irgendwie verhandelt, sondern dem aus dem Weg geht und ihn aus dem Dorf auslädt. Okay, mein Herr. Was geschah mit den Toten? Ja, also wie gesagt, unser Totengräber, der wollte, wie gesagt, die ersten zwei, drei ausbuddeln, Gilm, und dann wurde er dabei aufgehalten. Also woher auch immer die das wussten. Weil normalerweise hält sich nachts draußen im Regen keiner auf, aber ein paar haben das wohl gesehen und ihn dann aufgeknöpft. Also die ersten zwei Gräber sind dann wohl aufgebuddelt worden. An sich war das, glaube ich, wohl gar nicht so eine schlechte Idee. Ich würde es halt selber nicht machen, aber stimmt schon, wenn jetzt demnächst dann Rassasor oder so vorbeizieht und dann mit einer ganzen Armee hier von ihr langzieht, dann... Ist das eine sehr schlechte Idee, ihm die Toten auf ein Silbertablett zu servieren? Naja, ich glaube, er wollte die eigentlich verbrennen oder so, aber so weit kam er denn ja gar nicht. Kam dann, wie gesagt, zu diesem Streit und zu diesen inneren Zwisten und so. Ich möchte mir den Bohrenanger gerne ansehen. Würdet ihr mich hinführen? Ja, selbstverständlich, hohe Dame. Ich würde euch gern begleiten. Ich fürchte, ich muss euch auch begleiten. Es ist sehr gut möglich, dass der Grabsegen, der Frieden auf dem Anger gestört wurde. Ja, dann kommt mal mit. Also, wenn ihr von der Inquisition seid, dann dürft ihr sicherlich auch im Tempel hier schlafen oder ihr könnt in einer der Scheunen unterkommen. Aber wie gesagt, ich habe die Taverne erstmal abgeschlossen. Oder soll ich die wieder aufmachen? Wollt ihr euch da umsehen? Ich denke, es ist besser, wenn sie vorerst zubleibt. Wir wissen nicht, welche Art von seltsamer Magie dort noch wirken könnte. Jawohl. Ja, dann kommt mal mit.
zieht sich die Kugel wieder so ein bisschen nach oben und tritt dann wieder aus dem Gebäude heraus. Könnt ihr, wie gesagt, sehen, dass die ersten paar Ochsenkarren jetzt auch schon zu später Stunde dann durch die Nacht rollen und dann wohl in Richtung Wittmannhus aufbrechen. Es scheint, als hätten wir unseren Paktierer gefunden. Unsere Herolde werden Arbeit bekommen. Ich frage mich nur, was er hier tut. Nun, offensichtlich ist er nicht hier, um uns zu behindern. Und wenn, dann macht er einen sehr schlechten... Eine sehr schlechte Arbeit aus dem. Er ist ein Diener der ewig Ruhelosen. Ich denke, das sollte alles erklären. Vielleicht ist er seinen eigenen Schwächen zum Opfer gefallen. Wenn er Zwist und Hader säen muss. Das ist sein eigenen Ziel teilweise im Weg steht. Welche auch immer das sein mögen. Chaos und Unfrieden ist nun ein Markenzeichen ihrer. Manchmal, ich glaube, manchmal könnte es nur eine Begleiterscheinung sein, die sie davon abhält, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Ich bin da nicht ganz sicher, wie koordiniert diese Leute vorgehen oder ob das Ganze in reinem Chaos endet oder ob da noch menschliche, göttliche Ordnung in ihnen herrscht. Und irgendeinem Herren dient er ja. Ja, aber keinem Herren der Ordnung. Ich habe mich schon gewundert, warum diese Gänsepuppe auf seiner Schulter so lebendig aussah. Ich dachte, als erstes, das wäre irgendwie ausgestopft oder so. Und tot. Keine Gedanken gemacht, dass ihr ein Tier der Zwölfe als Handpuppe führt? Naja, er ist ein Schelm. Das ist doch sicherlich lustig oder so am Hofe. Keine Ahnung, ich war noch nie in Gareth. Es ist Ketzerei. Wäschelei an den zwölf Göttern ist niemals lustig. Ich habe gehört, dass Carlotta mal ein Hofmagier war. Da wundert mich gar nichts mehr. Also hier... Nicht auf wahr. Tja, da könnt ihr sehen. Er deutet mal auf einen ziemlich gespaltenen Baum, wohl vor einiger Zeit von einem Blitz gespalten. Ist dann ziemlich schwarz auseinandergebrochen und auf der einen Seite hängt dann ein verrottener Leichnam im Wind, im Regen und schwankt ein bisschen. Und vor euch dann eben auch der Eingang über so eine stählerne oder eiserne Pforte zu dem Bohrenanger. Immer betritt man den Bohrenanger. Schiebt das Tor vorsichtig zur Seite. Andere war offensichtlich wütend. Ja, gleich direkt vor dir kannst du erkennen, dass da wohl gleich die ersten zwei Gräber links von deiner Seite aufgebuddelt sind. Zumindest die Erde ist weggeschaufelt, kannst dann sehen, wie da wohl verwesende, modernde Holzstücke dir entgegenstarren, also dann die Anfänge von sowas wie einem Sarg, wo dann die Leute gebettet worden sind und da wurde dann wohl direkt irgendwo angefangen, hat man sich nicht wirklich dann aufgehalten mit sowas wie einer Reihenfolge. Direkt vor dir, dann ungefähr 50 Meter entfernt, am Ende des Bohrenangers kannst du dann auch so eine große Gruft sehen von irgendwelchen Adligen wohl aus Talf. Vor das Geschände, beziehungsweise halb offene Grab und schaut da drüber, währenddessen einfach mal abwarte, was die anderen machen und das ganze Grab einfach mal so ein bisschen beobachte, mit der Hand sanft über die Erde streift. Ich schaue mich mal um, ob wirklich nur diese beiden Gräber betroffen waren und offensichtlich wurden ja auch keine Leichen entnommen. Ich hole mal den Namen von den Gräber vom Baum. Ja, nee, also wenn du dich da umsiehst, das sind so die ersten Gräber. Du kannst noch wohl ganz weiter hinten sehen, da werden wohl die neuen angelegt. Da sind zwar dann auch schon so ein paar Löcher gegraben, aber da ist auch noch kein Boron-Anger, also kein richtiger Stein oder sowas eingelassen mit einem Kreuz dran, beziehungsweise mit so einem halben Rad. Das kannst du da nicht sehen, also da liegt wohl noch keiner drin, vielleicht dann für die nächsten Leute, die dann abgehängt werden. Vielleicht für den armen Gräber selbst, den guten Gilm, der jetzt gerade von Jalan heruntergeschnitten wird. Das ist der Plan. Ich helfe euch. Komm, wir legen ihn da hinten ins Grab. Okay, ja. Ich gehe den gesamten Bohrenanger langsam ab, forschend, und um festzustellen, ob hier irgendwas Unheiliges, Entweihtes, Feindliches zu spüren ist. Oder zu sehen. Gefahreninstinkt hat keiner von euch, richtig? Nee. Dann ist da auch nichts zu spüren.
Nun, ich bin ein Geweihter. Direkten Einfluss der Dämonen sollte ich mitbekommen. Sicher? Nein, gibt keine Regelung dafür. Wäre mir jetzt auch unbekannt, vor allem auch nicht ohne Liturgiekenntnis oder sowas. Also nein, du wirst da nichts finden. Du könntest mal eine Visionsqueste machen, wenn du Bock drauf hast, um zu gucken, ob du hier Visionen kriegst oder alles andere. Oder prophezeien könntest, denn das würde schneller gehen. Genau, ja. Prophezeiung wäre dann eine Möglichkeit, wo dir so etwas gestattet wäre. Ich würde mich mal nach unheiligen Zeichen umgucken, die in, meinetwegen in Grabsteine, Bäume, Gitter, irgendwo angebracht sind. Mhm. Da brauche ich dann mal bitte eine Götter- und Kulte-Probe. Na klar, kann man jetzt ja auch mit Sinnschärfe oder sowas agieren, aber da finde ich dann schon eher so eine Götter- und Kulte-Probe angebracht. Ja. Auf den ersten Blick fällt dir nichts auf. Also der Boron-Anger ist wohl nicht geschändet, zumindest nicht offensichtlich. Jetzt wenn wir mal die beiden vorderen Gräber ausklammern, um, ja, die dann eben auch von einem ja, Totgräber dann geöffnet worden sind. Wenn das überhaupt jemand machen dürfte, dann eher. Dir fehlt nichts auf. Und wie es scheint hier alles noch rechter Dinge zu geschehen. Aber ja, ich wende mich mal an den Büttel. Habt Dank für eure Hilfe. Ich denke, wir werden hier noch einige Untersuchungen durchführen müssen. Ihr könnt euch aber ins Trockene verziehen. Ja, danke. Ich muss sowieso jetzt noch weiter im Inneren des Dorfes dann für Ordnung sorgen. Schickt jemand, der diesen Totengräber begräbt. Wer soll das denn machen? Wie stellt ihr euch das denn vor? Irgendjemand. Dann mach ich's halt selber. Ist schon in Ordnung, das bekommen wir selber hin. Gut, dann, wenn ihr mich braucht, dann ruft einfach nach mir Thorolf und dann, ja, wie gesagt, schlaft sonst einfach im Rondra-Tempel, da seid ihr, glaube ich, sicher. Eine Frage hätte ich noch. Ja. Wie ist nochmal dieser Söldner? Avoltoyo, glaube ich. Avoltoyo. Gut, danke. Da dürft ihr mir gerne mal eine Probe auf Boss Barano ablegen. Und Isarun mit gutem Gedächtnis darf mir eine Klugheitsprobe ablegen. Immer wird ganz gerne sich was anderes kümmern, wenn er sich darum kümmert. Und zwar, er würde ganz gerne seinen Handschuh ausziehen von seiner grauen Hand und ein wenig die Erde in die Hand nehmen und mal an der Erde riechen, ob die Erde irgendwie komisch riecht oder so. Nicht, dass er großartig Ahnung von Erde hat, aber das würde er ganz gerne tun. Ob ihm da irgendwas auffällt, ob hier irgendwas anders ist an der Erde, die ausgebuddelt wurde bei dem Leichnam. Da brauche ich, glaube ich, keine Probe, oder? Fiel mich jetzt zumindest gerade nichts ein. Ja, Ackerbau kann man natürlich auch würfeln. Nee, ist auch eine ganz normale Götter- und Kulte-Probe. Für mich Götter- und Kulte-Sache? Götter- und Kulte. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Das sieht nach ganz normaler Erde aus. Dann schauen wir mal nach, was die anderen gefunden haben. Irgendwas klingelt bei dem Namen. Sagt mir nix, aber jetzt hilf mir erstmal, den da runterzulassen. Moment, das steht doch für Geier. Richtig. Geier? Das ist der Name des. Dieses Söldners. Na, ja, vielleicht. Avoltoyo. Das bedeutet Geier auf Asparano. Das heißt, Torx ist von Freigeist und dieser Typ, der Leiche hinterlässt für den Gegenspieler von Travia laufen zusammen rum. Nun, das macht ja noch Sinn. Aber ich verstehe nicht, was das hier soll. Ich meine, hatten wir nicht vor einigen Tagen ein Zeichen gefunden? Richtig, diese Rune, die stand doch auch für Gaia, nicht wahr, Magestra? Ihr sagt doch was. Das ist richtig. Scheint sich also um dieselbe Person zu handeln. Also zumindest liegt das nahe. Ich verstehe aber nicht, was das soll. Ich meine, er animiert den Totengräber dazu, die Gräber auszuheben. Soweit so gut. Ich meine, verspart sich der schwarze Drache die Arbeit, sobald er hier ankommt. Aber dann sorgt er dafür, dass der Rest des Dorfes ihn aufknüpft. Wie passt das damit rein?
Tja, vielleicht haben sie irgendwelche eigenen Ziele. Ich würde das Ganze so sehen, dass sie vielleicht wirklich die Leichen ausgraben, verbrennen lassen wollten. Und dass über den Streit hinweg, den sie nicht kontrollieren können, weil sie sich zu viel mit dem Dämonenpack eingelassen haben, dann sozusagen diese Dinge passiert sind, dass es ja alles aus der Kontrolle geraten sind, die deswegen weiterziehen wollten. Vielleicht wollen sie aber auch nur Ärger und Unfrieden stiften. Vielleicht haben sie aber auch einfach nur diesen Boronanger, die Weihe, zerstört, indem sie hier das gemacht haben. Er zeigt den Mann, der da gehangen hat. Weil das ja eine Form von Selbstjustiz ist. Hier wurden jetzt Gräber aufgerissen. Und das haben die ja also sozusagen durch ihren Streit angefangen. Das heißt, die Leute hier sind vielleicht bei Boron in Ungnade gefallen, weil sie auf die Tricks von Torxes reingefallen sind. Gewöhnlich schert sich Boron ja eher weniger darum, was die Lebenden tun, solange sie die Toten nur ruhen lassen. Ja, aber das ist ja hier nicht geschehen. Das ist ja genau hier nicht geschehen. Aber der Totengräber hat sie eigenmächtig ausgehoben. Boron würde wohl kaum den gesamten Dorf zürnen, nur weil einer sich hat verführen lassen. Es geht mir nicht darum, dass Boron zürnt oder vergibt. Es geht mir einfach nur darum, dass diese Leute anscheinend versuchen, einen Unfrieden zu stiften und vielleicht sogar den Glauben an die Götter ins Wanken zu bringen und so etwas. Moment, ich glaube, ich hatte den Namen schon mal gehört. Des Söldners? Ich glaube auch. Erinnert ihr euch an Loy Löwenherz? Helft mir auf die Sprünge. Der Anführer der Rondrianer. Den wir begegnet sind. Genau. Wenn ich mich recht erinnere, hatte er den Namen erwähnt, dass er ein Bote ist, der ihm Bericht übergeben hat. Oh, das erklärt, warum die Rondrianer, die eigentlich nach Wehrheim sollten, kehrt gemacht haben. Das heißt, wir haben hier Leute, die massiv falsche Informationen streuen. Das wiederum klingt schon eher nach etwas. Vielleicht lockt er sie in eine Falle. Das wäre zumindest denkbar, nicht wahr? Ich hasse es, das zu sagen, aber Rondrianer würden in die Falle tappen. Ja, vor allen Dingen, wenn sie Befehle erhalten, wo sie sich nützlich machen können. Ich glaube schon, dass sie... Wenn die Befehle gesiegelt und wie auch immer sind, weil die Leute hier etwas von Dokumentfälscherei verstehen, dann könnte das ja aussehen wie Befehle der Kaiserin persönlich. Oder von wem auch immer, wer wichtig genug ist. Ja, genau. Also ich glaube, dass da wirklich fast jeder drauf reinfallen würde, weil ansonsten müsste man ja jedes Dokument anzweifeln. Was meint ihr, wie viele Tage hat haben diese Rondrianer Vorsprung? 2 Tage? Ja, das kann man in Erfahrung bringen, wenn man einen Mann fragt. Also das kriegen wir raus. Aber die sind wahrscheinlich gleich im... Ich sagte doch, vor 2 Tagen sind sie hier durchgeritten. Wir sollten uns beeilen. Die sollten nach hier lassen. Wir können die niemals einholen, weil wir haben ein Fußvolk dabei. Die sollten wir hier lassen. Ich denke, wir sollten es sowieso hier lassen, wenn die anderen aus Wurzenwald zurückkommen. Ich denke, wir sollten sie nutzen. Wofür? Wir haben noch 4 Herolde dabei. Senden wir sie jeweils mit einer Leibgarde los, um Kunde zu verbreiten, wer hier Unfrieden stiftet, dass die Leute auf der Wacht sind und damit auch Adlige informiert sind über Namen und Gesichter derer, denen sie nicht vertrauen sollen. Nun gut, das... So haben sie einen Nutzen. Und außerdem können wir so eventuell hoffentlich... zumindest ein wenig die Pläne des Feindes behindern, die unsere Pläne verhindern wollen. Aber ich fürchte, egal was wir tun, wir werden die Rondrianer nicht mehr einholen. Es sei denn, wir reiten Tag und Nacht durch und so wie ich mich jeden Morgen fühle, glaube ich nicht, dass wir alle das durchhalten werden. Euer Gnaden, vielleicht, also gibt es eine Möglichkeit für euch zu überprüfen, ob der Segen Boruns noch auf diesem Borunsanger weilt oder ob der Borunsanger Frieden so stark angegriffen wurde, dass der Segen davon ist. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher. Ich bin kein Diener Borons, von daher fällt es mir ein wenig schwerer, seine Präsenz zu spüren. Doch zweifellos werde ich ja einen neuen Segen sprechen müssen.
Oder wir müssen diejenigen, die geschändet wurden, wahrlich verbrennen mit einem Grabsegen. Lohnt es sich vielleicht von einem etwas erhöhten Punkt, wenn man gut den Bronzanger übersehen kann, also noch auf dem Bronzanger stehend, den Bronzanger einmal mit einem oder dem Arcanum abzuschauen, ob man etwas Magisches sieht, was nicht hier hingehört? Das wäre bestimmt möglich. Kommt drauf an, wie groß der Bronzanger ist. Schauen wir uns doch mal die Ausmaße an. Ja, Talf ist ein Dorf mit 500 Einwohnern und einem Rondra-Tempel. Ja, da ist dann natürlich nicht so viel mit Sterben. Einige Leichen werden dann natürlich auch ausgebuddelt, wenn sie dann verfault und verrottet sind, damit die Gräber dann wieder neu benutzt werden können. Also ihr könnt so mit ungefähr, ja, wie viele Gräber wird es hier geben? 50, 60 Gräber wird es hier geben, plus dann eben diese kleinere Gruft für Adel, die allerdings auch sehr klein ist. Also da steht vielleicht sowas wie ein Sarkophag drin, zusammen mit einem Schild, was euch dann eben Aufschluss über den Namen geben könnte, wenn ihr euch dann eben mit dem hiesigen Adel auskennt. Aber das sind wenige Gräber. Wenn man sich dann wirklich auf so einen kleinen Hügel stellt, könnte man das sicherlich mit einem Odem Arcanum einmal sich ansehen. Nehmen wir an, die Gruft kann man betreten. Wenn du dann die Steintür dann öffnen möchtest, könntest du das wohl tun. Die ist eben genauso schwer in den Angeln und ja, also da kommt man schon irgendwie ran. Die ist jetzt nicht verschlossen. Lass doch mal gucken, ob die vielleicht vor kurzem geöffnet wurde, indem wir uns das anschauen. Und wenn die ganze Zeit geschlossen war, dann kann man davon ausgehen, dass das vielleicht noch in Ruhe gelassen wurde. Das war mein Gedanke. Ja, gesagt, getan. Ihr könnt euch das ansehen und da könnt ihr mir nochmal sowas wie eine Fährtenlesenprobe geben. Das kann ich. Das war Natur, richtig? Ja, hier.